Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witch Hunt. Ja, wir jagen ja immer noch die Hexe. Ich habe jetzt mal ein bisschen mal Pause kurz gedrückt. Jo, nicht, dass hier uns was passiert, ne? So, unser Kreuz steht hier noch. Ich war jetzt, eine Aufnahme mache ich jetzt übrigens noch. Eine sollte ich noch schaffen. Danach ist Feierabend für heute. Und ich habe wieder Kreuze organisiert und zwar zwei an der Zahl. Wir hatten ja keine mehr im Inventar. Die letzten haben ja gut zugeschlagen. Außer das ist jetzt noch unser letztes, wo die Hexe noch nicht hinkam. Und zwei Kreuze, eins konnten wir uns wieder kaufen. So habe ich noch gekauft. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. Ich wollte jetzt nicht alles verballern. Und, oh Gott, das ist so laut hier neben dem Kreuz. Und das zweite hatten wir wieder frei. Also wir haben wieder 10 Kreaturen vernichtet. Hier ist immer so schön hell, weißt du? Und sobald wir aber so dichter in den Wald reingehen, ist es immer so scheiße dunkel. Ich werde jetzt mal wieder so in die Richtung da drüben marschieren. Ja, genau, wir haben 10 Kreaturen wieder vernichtet insgesamt, hatten dann ein Kreuz frei. Das war ganz cool. So, Muni haben wir noch ausreichend, weil hier die Hexe eh nicht treffen war. Tut mir nur unsere Kreuze den ganzen Schaden verursachen. Ich weiß nicht, was ihr von der Taktik haltet, aber ich finde die momentan ganz okay, dass wir die Kreuze hinstellen. Die helfen ganz schön. Problem ist halt nur, dass wir halt immer echt zusehen müssen, dass wir genug Geld verdienen hier. Das ist halt nicht immer so einfach. Also ich würde jetzt eigentlich genau mal in die gegenüberliegende Richtung laufen. Oh nein. Scheißflüsterer. Der passt jetzt nicht da in den Kram. Muss mal leider einen kleinen Bogen machen. Ja, wie gesagt, das Spiel an sich ist schon ganz cool, nur diese Sucherei, ne? Also die Stimmung, Atmosphäre ist schon echt cool. Was ist das denn hier? Das habe ich auch noch nie gesehen. Hä? Aber ich weiß auch nicht schon mal, warum sind die Bäume so seltsam? Das ist wirklich sehr merkwürdig hier. Guckt euch das mal an, wie die hier so pyramidenmäßig aufgebaut sind. Alter, was ist das denn? Okay. Achso, okay, das bringt uns Geld. Ich bin verwirrt, aber cool. So, die Hexe ist hier irgendwo. Jetzt war ich gerade völlig aus dem Text gerissen. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich gerade eigentlich erzählt habe. Lalala, Pech. Ja, das Spiel ist eigentlich ganz cool, bis auf die ganze Sucherei. Ne? Die Stimmung, die Atmosphäre ist schon nice, muss ich sagen. Aber dieses Rumgerenne und dieses Gesuche, das ist echt blöd. Ja. Und dass ja manche Sachen echt super dunkel einfach sind. Und diese blöden Flüsterer gehen mir auch richtig auf den Senkel. Weil die einen nämlich auch immer gleich töten. Läuft da wieder so ein Köter? Oder ist das die Ziege? Die Ziege, ne? Die darf ich nicht schießen. So, ich will nicht sterben, ich will jetzt nicht wieder sterben. Wir haben nämlich gerade Geld gefunden. So, scheiße, ey. Und wo ist die Hexe? Die ist ja schon wieder. Alter, wo ist die denn schon wieder? Jetzt ist sie wieder da drüben irgendwo? Nein. Und ein Flüsterer. Mann, die Flüsterer sind ja gerade überall. Ich muss ja erstmal weg von dem Flüsterer. Ah, dieses Wasser. So, die ist jetzt nicht da drüben, ne? Die müsste eigentlich hier auf unserer Seite jetzt sein. Ich könnte ruhig mal wieder herkommen. Muss ich mal echt sagen. Alter, egal wo ich immer reinrenne, da kommen die Flüsterer. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Kann doch nicht wahr sein. Yes. Yes. Jawollo. Nein. Mann, ey, es gibt's doch nicht. Hau ab. Fußstopp.
Na was, wo denn? Die Hexe kommt. Da ist sie. Hat sich teleportiert und ich weiß nicht wohin. Scheiße. Jetzt schreit sie erstmal, wir müssen rennen. Oh nein. Der Flüsterer hier passt mir nicht. Was macht die denn schon wieder? Wo ist die denn? Da. Oh. Ich weiß jetzt nicht, wo sie wieder ist. Ich meine, diesen Modus ist echt scheiße. Wundervoll. Ganz toll. Wow, das war ja beschissen. Beschissen. Diese blöden Teile. Wow. Lauf doch mal. Ich kann irgendwie gerade nicht schneller laufen. Jetzt. Hilf. Kein Hund jetzt. Wir sterben! Wir sterben! Ich sehe nichts! Oh, danke. Danke! Endlich mal was Gutes. Oh nein. Scheiße, diese Kackdinger gehen mir richtig auf den Sack. Oh, wo ist sie? Wo ist sie? Das läuft gerade nicht gut. Nein, das läuft gar nicht gut. Das läuft noch viel weniger gut. Ja, wundervoll. Na, ja, wundervoll. Wie werde ich jetzt dieses scheiß Kötervieh los? Mann, wieso muss die sich immer wegteleportieren? Das nervt mich richtig. Dieser beschissene Hund ist ja noch überall. Irgendwo. Wo ist der Hund? Das läuft nicht gut gerade, ne? Nein! Das ist nicht gut, Leute. Oh, bitte nicht, 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 bitte nicht. Ich kann das nicht mehr lange, Leute. Scheiße, ich muss zurück, ich kann das nicht mehr. Ich kriege es gerade nicht hin. Das war echt doof gerade wieder. Nein! Fuck! Ich muss zurück und ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Wir werden nicht rechtzeitig schaffen. Steuerung, Leute. Oh. Alter, das ist zu viel. Gerade. Für mich. Oh, da will man, dass sie kommt und dann so viel Action hier. Wirklich. Oh, wir stehen groß, so. Naja, gut. Kurz davor stehen bin ich, aber wir haben schon einiges an Schaden jetzt angerichtet bei ihr. Oh, und ich bin einfach mal echt zu nervös und das war so knapp. Wirklich. Mann, ich drücke da 1000 Mal A und dann funktioniert es nicht. Und dann bin ich so nervös und drücke dann wieder den Joystick hier und dann das dazu treffen. Furchtbar. Wirklich, ich sag's euch. Furchtbar. So. Okay. Mann, ey, wirklich. Da irrt man so ewig her, bis man die findet und dann sowas.
So eine Scheiße. Gut. Ich bleibe aber dabei, dass wir uns Kreuze holen und keine. Oh, wir haben jetzt drei noch. Geil. Wir haben die letzten. Oh Mist, wir hätten da viel mehr noch hin positionieren sollen. Problem ist nur, dass. Das immer nicht so einfach ist. Ja, das ist das Problem. Es ist einfach nicht so einfach. So, ich gucke mal nochmal, was wir uns an Geld jetzt einfach mitnehmen können, schon mal. Dieses hier Laufen ist so furchtbar. Excellent job. Nicht schlecht. Da sollte ich mir eigentlich gleich mehrere Kreuze von zulegen, aber nee, wir machen es erstmal mit den dreien. So, gleich mal hier wieder los, weitermachen, dann speichert es wieder schön und dann stellen wir die Kreuze auf. Das ist doch hier wieder irgendwo. Ich stelle die jetzt einfach hier in der Nähe auf und hoffe einfach, dass sie hier wirklich. Hier wieder herkommt und wir dann hier gleich zweimal treffen können. Das wäre einfach mal cool, so nachladen. Ja, ist mal ganz gechillt hier, wa? Als nächstes müssen wir auch unbedingt Patronen wieder kaufen. Munition. Oh, ich weiß nicht, was mit meinen Ohren ist. Ja? Ich habe komische Ohren. Mit meinen anderen Kopfhörern tut mir mal mein linkes Ohr so weh. Mit diesen normalen Kopfhörern halt. Und jetzt bei diesen In-Ohr-Kopfhörern tut mir mein rechtes Ohr voll weh. Ich hab's nicht mit Kopfhörern, Leute. So, Hexe, mit dir habe ich es übrigens auch nicht. Komm her jetzt hier. Du. So, ich habe natürlich jetzt überhaupt keinen Plan wieder, wohin. So, da drüben sehe ich nix. Nochmal gucken. Irgendwo oben scheint mir das. Irgendwo oben, ja. Wird überall auch wieder sein. Könnte da sein. Drüben. Oder in die Richtung, irgendwo oben drauf. Scheiße. Okay, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen wieder weiter gucken. Wo ist hier wieder derjenige, der hier komische Geräusche macht? So weit und machen, so weit weg und machen schon so krasse Geräusche immer, als ob die sonst wie dicht dran sind. Ja, super. Okay, nochmal Glück gehabt. Oh, ein bisschen Kohle. Und ein bisschen Mana. Und da kommen ja noch zwei, na wunderprächtig. Oh Gott, ich habe gedacht, wir haben daneben geschossen. Uiuiui. Ist natürlich jetzt im Kampf um die Hexe natürlich ganz blöd, weil wir jetzt echt wenig Muni haben. So, wo lag der andere? Lag der nicht irgendwo hier? So, das nehmen wir natürlich alles schön mit. So, das war wieder schon genug für mich an Action heute. Oh Gott. Ist das hier so komisch? Wie fließendes Wasser. Warum?
wieder zurückgehe, ne? Ah. Das ist einfach am schönsten, Leute. Ihr seht irgendwie nicht so viel vom Spiel, außer hier diesen See. Oh, war ja. So, Hexchen, ey. Wo treibst du dich rum? Komm her, bitte. Guck mal, ich bin so nett zu dir. Mich schreit sie immer so an und ist einfach fies zu mir. Es wäre auch cool, wenn sie einfach wieder hier in den Bereich der Kreuze kommen würde. Eigentlich muss ich das andere Kreuz einfach wieder irgendwo da so hinstellen, wird euch gucken. Auch wenn es überhaupt nichts bringt, wie ich finde. Man dreht die sich im Kreis oder was? Es sieht nicht aus, als ob die weiterläuft. Die sich irgendwo festgepackt. Jetzt mal im Ernst, das sah aus, als ob die sich im Kreise dreht. Wie doof. Das war auch doof. Wenn man gegen Baum rennt. Guck jetzt mal da oben. Nee, okay. Hier sind wir falsch. Okay, da sind wir zu weit weg. Dann vielleicht in die Richtung. Bisschen mehr so schräg rechts. Und hier treibt sich wieder irgendwo einer rum. Da ist noch eine schöne Heilpflanze. Ach, ein Krabbler. Ich habe den schon dreimal getroffen. Scheiße. Das ist natürlich echt blöd, weil ich auch in die Richtung will, eigentlich. Okay, keine Mana mehr. Ist das jetzt wieder der Krabbler? Ich sehe einfach nichts, ey. Oh, da. Mistdreck. Scheiße, jetzt vergeigen wir das hier wieder, oder was? Mach ich echt die Krise. Schwand da hinten nicht auch noch eine Heilpflanze? Ich muss da nochmal gucken. Uff, dann müssen wir echt gucken mit unserer Muni jetzt. Ich weiß, hier war auch gerade irgendwo wieder an irgendein Gegner. Aber ich glaube, dass hier noch irgendwo eine Heilpflanze war. Ja. Die würde ich jetzt mal nehmen. Gut. Ich habe immer noch Herzklopfen, ne? Das ist echt merk. Oh, da rennt da doch jemand noch. Scheiße. Voll angewitzt hier. Alter, die habe ich doch getroffen. Wollt ihr mich veräppeln? Ohne Witz. Ich habe die getroffen. Na geil, nur 6 Patronen. Wird ja mal besser hier. Oh, Ziege, ey. Die mir wieder einen Schrecken eingejagt. So. Dieser Radius mit diesem Herzklopfen ist gerade echt ziemlich hoch. Wir haben noch nicht 50 Mana. Ach komm, ich platziere jetzt hier ein Kreuzchen. Was soll's? So, tu deine Aufgabe, tu deine Pflicht, mach was. Am besten Blitze werfen. So, ich gehe jetzt zurück auf jeden Fall. Ich sitze mir hier wieder nichts, ey. Ich hau hier ab. Die hat sich doch bestimmt einfach irgendwo festgebackt. Ah, meine Ausdauer.
draußen wieder jemand. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, da wäre jemand im Wasser, aber das waren die Pfosten von von dem Steg da. Ah, okay, irgendwie reißen hier schon wieder nichts, ey. Mann, Mann, Mann. Muss ich nochmal hin und her. Falls sie nämlich irgendwo festbackt, ist vielleicht besser. Keine Ahnung. Es sah so aus, als ob sie sich irgendwie im Kreise dreht. So, da bin ich wieder. Ich war in der Stadt oder in dem Dorf, wie auch immer man das nennen will. Habe mal Geld geholt und nochmal zwei Kruzifixe, eins gekauft und ein anderes hatten wir da frei. Und natürlich ein paar Kugeln. Ne? Jetzt haben wir wieder 15 Kugeln. Haben auch noch ein bisschen Kohle. Ja, und ein Wächtertotem habe ich geholt, weil ich dachte, vielleicht probieren wir es doch nochmal mit dem Wächtertotem aus. Auch wenn ich das echt teuer finde. Wirst du mit dem Blick auf die aktuelle Richtung einer Kreatur, die du jagst, platziert und gibt einen Hinweis auf die Position der Kreatur. Ja. Das Spiel speichert die Fortschritte nach dem Sub. Warte mal, da waren doch noch Tipps. Was meint die denn da mit Tipps eigentlich? Tipps. Ach so, ja. Okay, sie kommt. Irgendwo kommt sie. So, wir haben drei Kreuze aktuell platziert. So, Mana haben wir nicht genug, um jetzt nochmal zu gucken, wo sie langläuft. Tja. Weiß ich wieder nicht, ob ich jetzt hier stehen bleiben soll und einfach warten soll und dann wieder in irgendeine Richtung renne. Dann die Chance natürlich auch hoch ist, dass wir wieder von anderen Viechern getötet werden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich meinen Wächtertotem so schnell benutzen soll. Andererseits, wir haben gerade gespeichert, ne? Wenn ich jetzt das benutze und wir sterben dann. Erreiche nichts Außergewöhnliches, dann haben wir es ja noch. Ich muss niesen. Entschuldigung. Okay, ich benutze das jetzt. Ich habe sonst keine Idee, was wir machen sollen. Aktuell in diese Richtung. In diese Richtung, okay. Na gut, bis ich losgelaufen bin, ist sie schon wieder in irgendeine andere Richtung gezischt. Ah ja, genau, jetzt, da ist sie. Da war sie, da ist sie. Wunderbar. Wir locken sie zu den nächsten Toten. Ja, vielen Dank. Ihr macht eure Arbeit super. Ist sie tot? Nee, was ist das? Achso, das ist das Totem. Ah! Habe ich mich gerade gewundert. Sie ist tot, sie schreit doch da noch rum. Ich hatte doch noch ein Kreuz. Haben die jetzt alle schon zugeschlagen? Ja, ist gut. Ja, das war scheiße. Das war mal richtig schlecht gerade. Dümmer hätte es nicht laufen können. Nein, jetzt hackt's wieder. Ah, oh, Scheiße. Oh. Och Mann, dieses Ruckeln gerade. Mann. Jetzt bitte schneller laufen. Muss auch nachladen. Jetzt hat die wieder diese Scheiß-Spuckdinger hier hingestellt. Ja, wundervoll. Wow.
auch noch nach Land. Nein! Ja, voll unter Hochspannung hier. Okay, jetzt macht sie diesen wieder. Ich weiß nicht, ob sie so treffen kann. Oh Gott, 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 oh Gott. Ich hätte Totem aufstellen sollen. Scheiße. Okay, 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 wir kriegen's hin, wir kriegen's hin, wir kriegen's hin, wir kriegen's hin. Ja. Ach, scheiße. Schnell, 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 schnell ins Wasser. Ins Wasser. Ah, drehen, drehen. Oh, Säure. Sie soll nochmal stehen bleiben und ihren komischen Move machen, dann habe ich vielleicht Zeit, noch ein Totem aufzustellen. Wenn ich den richtigen Knopf finde. Ich meine natürlich ein Kreuz. Kein Totem. Okay, Kreuz steht. Jetzt müssen wir 30 Sekunden durchhalten. Oh, scheiße, Kreuz los. Kreuz mach. Kreuz mach. Mach bitte Kreuz los. Haben wir sie? Sie ist tot. Da ist sie. Oh Gott, mein Herz. Leute, mein Herz schlägt gerade bis zum Anschlag. Ja, wir haben es geschafft. Alter, ich sterbe. Bei der weiteren Untersuchung des Hexenkörpers kamen wir zu dem Schluss, dass sie kürzlich ein Kind des Teufels zur Welt gebracht hat. Es erklärt, warum Untote immer noch durch den Wald streifen und warum sie so aggressiv war. Ich muss es finden und zerstören, bevor es stärker wird, sonst wird es unaufhaltsam. Euer Ernst? Ein Kind? Ein Kind des Teufels? Jetzt müssen wir ein kleines Kind suchen und töten? Killing that witch is a major victory. Unfortunately... It seems that even more people in Belleville Alter, are gone. I hope you will be able to find and kill that son of a bitch before it's too late. Hey, son of a bitch, ist das ein Junge oder was? Alter, wie ist er drauf? Okay, krass. Good work. Juhu, gib uns noch mehr Kohle. Alter, sehr schön, Leute. Ich muss hier Pause machen. Es geht nicht. Ich bin so am Zittern gerade. Hurra. Wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Ich hätte nie und immer gedacht, dass ich diese Hexe jemals besiegen werde. Ich habe, wie gesagt, noch vor... Ja, gestern habe ich einfach noch gedacht, ja, bevor ich hier die letzten Folgen aufgenommen habe, dieses Spiel mache ich nicht mehr weiter. Ich krieg's einfach nicht hin. Jetzt habe ich dann einfach mal doch nochmal Bock gehabt, als zur Abwechslung von The Council, was ich ja nebenbei jetzt auch noch mache. Habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt habe ich 3 Tage diese Council aufgenommen, jetzt kannst du mal wieder was Neues machen. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, einfach mal Witchhunt wieder auszuprobieren. Und ich hätte es nicht gedacht, yeah, ich bin umso glücklicher, dass wir es jetzt geschafft haben. Ich beende jetzt auch an dieser Stelle die Folge, sodass wir hier in der nächsten Folge gut neu starten können. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.